Hallo, was bieten Sie hier an dem Jugendforum? Hallo, wir sind vom Studio im Netz, einer medienpädagogischen Einrichtung aus München. Und wir machen auch bei der QR-Code Rallye mit. Hier bei uns kannst du Konstitution erwerben auf dem Rad, auf dem Drinnigrad. Und wir haben auch einen Energiequiz. Da kannst du Weisheitspunkte sammeln. Da sind halt Fragen über Stromverbrauch und Energie dabei. Zusätzlich kannst du bei uns auch noch deinen eigenen QR-Code-Schlüsselanhänger erstellen und das als Kette mitnehmen zum Beispiel. Okay, ich sehe, ihr habt hier ein Fahrrad. Kann ich das mal ausprobieren? Na klar, setz dich drauf. Können Sie mir das zeigen? Was muss ich jetzt machen? So, das funktioniert folgendermaßen. Hier ist der Amperemesser, hier siehst du mal, wie viel es eingeschaltet ist. Und hier ist die Voltzahl. Wenn du anfängst zu treten, erhöht sich die Voltzahl. Du musst immer gucken, dass der Schalter so zwischen 10 bis 15 ist, so 12 ist ideal. Jetzt sind diese Lampen eingeschaltet und auch der Zug. Fangen wir an zu treten. Okay. Ja, ruhig so, dass du über 10 kommst. Genau, ist ideal. Wenn du schneller bist als 15, ist ein Killswitch drin, schaltet sich automatisch aus. Okay. Das heißt, du musst immer gucken, dass du so bei 11 bis 12 bist. So, das hat jetzt alles insgesamt relativ wenig Ampere. Ja? Jetzt schalten wir mal den Wasserkocher an. Treten, 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 treten. Und wie fühlt sich das an? Gut, wie im Fitnessstudio. Also schon ein bisschen stärker, ne? So, wenn du jetzt mal guckst, das sind jetzt ungefähr 100 Watt, vielleicht 120 maximal. Ja? Okay. Du hast bestimmt einen PC zu Hause, oder? Ja. Was meinst du denn, wie viel Watt dein PC hat? 300. Bestimmt ein bisschen mehr. Ja, also so die Durchschnitts-PCs haben so zwischen 450 bis 500, ja, mit allen Geräten. Also so ein Gamer-PC, der geht rauf bis 800 Watt. Okay. Und wenn du jetzt einfach, sag mal, du gehst vom PC weg, ja, und machst eine Kaffeepause, geht tausendmal einfacher, wenn du in den Standby-Modus fährst oder ausschaltest. Okay. Deswegen das nächste Mal PC in Standby-Modus oder PC am besten ganz runterfahren. Okay. Energie zu verschwenden. Also, wir haben hier ein ganz nettes Quiz vorbereitet zum Thema Strom, Internet und Energie. Und die erste Frage ist gleich mal, bei der Bereitstellung zur gesamten Energie, die für die Informationstechnologie in Deutschland verwendet wird, wird so viel Kohlendioxid freigesetzt wie A, der gesamte Flugverkehr über Deutschland verbraucht, B, die 3,5 Millionen Einwohner in Berlin freisetzen, C, als die Bevölkerung von Nordrhein-Westfalen oder D, als die ganze Bevölkerung von Bayern. Was ist deine Antwort? A. Okay, er sagt A, wieder Flugverkehr. Schauen wir mal nach. Also richtig sind die Antwort A und B. Ungefähr so viel wie der Flugverkehr in Deutschland und die Einwohner in Berlin. So, und jetzt die interessanteste Frage am Ganzen, meiner Meinung nach. Und zwar, im Internet hast du eine zweite Identität. Wie viel Energie braucht die im Laufe deines Lebens extra? So viel wie A, ein großer Kühlschrank mit guter Effizienz, B, ein Kühlschrank, Beleuchtung und ein PC, C, wie ein Personenhaushalt, eine Person 1500 Kilowattstunden oder ein Zwei-Personen-Haushalt, der 2500 Kilowattstunden im Jahr braucht. Was denkst du denn diesmal? Ein ganzes Leben lang, ist eine lange Zeit. C. Du sagst D? C. Er sagt C. Ah, leider falsch, D wäre richtig gewesen. Wahrscheinlich wollte ich es deswegen vorschlagen. Also, 2500 Kilowattstunden für dein zweites Ich im Internet. Wahnsinn.